Hallo Natur- und Filmfreunde. Nicht mit der großen Klette zu verwechseln, aber genauso anhänglich ist das Klettenlabkraut. Genau das wollen wir uns heute mal ansehen. Viel Spaß! Das Klettenlabkraut oder auch Klebkraut ist eine in Europa sehr verbreitete Pflanze. Sie wächst auf nährstoffreichen Böden in feuchten Wäldern, an Büschen und Zäunen, bis in eine Höhe von maximal 2300 Metern über dem Meer und zeigt stickstoffhaltige Böden an. Wie schon angesprochen, besitzt das Klettenlabkraut, ähnlich wie auch die große Klette, kleine Widerhaken. Diese befinden sich an der ganzen Pflanze und haken sich an Kleidung und Fell fest. Sie ist jedoch eine Kletterpflanze, die sich gerne an größeren Büschen in die Höhe arbeitet. So erreicht sie eine Höhe von 20 cm bis 1,5 Metern. Diese einjährige Pflanze besitzt schlanke, lange Stängel, welche vierkantig sind und an ihrer Basis ist sie verzweigt. Die schmalen, spitzen Blätter, welche eine zentrale Ader besitzen, versammeln sich zu 6 bis 8 in regelmäßigen Abständen rund um den Stiel. Die Blüten sind weiß, vierblättrig und zeigen sich von Mai bis Oktober. Sie wachsen in Scheindolten aus den Blattachseln. Die Frucht besteht aus einem borstigen, mit Widerhaken besetzten, fleischigen Körper, der den Anschein macht, aus 2 kleineren Kugeln zu bestehen. Lang ist sie 3 bis 4 mm. Verwendbar ist die ganze Pflanze. So kann man sie zum Beispiel komplett trocknen, um sie zu Tee weiter zu verarbeiten. Hierbei sollte man darauf achten, dass man sie schnell trocknet, bevor die Blüte schwarz wird, da sie sonst an Wirksamkeit verliert. Die Blätter kann man außerdem entsaften, entweder direkt mit dem Entsafter oder man passiert sie gedünstet durch ein feines Sieb. Der Saft ist sehr vitaminhaltig und kann in diversen Speisen wie zum Beispiel Suppen verwendet werden. Von September bis Oktober kann man die Samen ernten und anrösten. So kann man sie zum Beispiel auch zu Kaffeeersatz weiterverarbeiten. Auch medizinisch ist es eine nützliche Pflanze. Sollte jedoch unbedingt frisch von Mai bis September verwendet oder getrocknet werden. Der Tee ist blutreinigend, harntreibend und gut bei Blasen- oder Menstruationsbeschwerden. Äußerlich kann die Pflanze zur Stillung von blutenden Wunden verwendet werden. Hierbei bindet man die frischen, zerquetschten Blätter in einem Umschlag auf die Wunde. Hautgeschwüre können mit der getrockneten und zu Pulver zerriebenen Pflanze behandelt werden. Es ist wichtig, diese auszutrocknen, um deren Vernarbung zu fördern. Genau dies erreicht man mit dem Auftragen des gewonnenen Pulvers. Es ist eine nützliche Pflanze, bei der es nicht schlecht ist, wenn man sie im Hinterkopf behält. Jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Selbstentdecken und ein schönes sonniges Wochenende. Euer Taku.